Präsenile Bettflucht, sagt man scherzhaft zu den Frühaufstehern. Im hohen Gras sitzend blicke ich in den noch dunklen Morgenhimmel. Über mir kann ich noch die Sterne sehen. Ein bisschen muss sich die Erde noch weiter drehen. Dann hat die Sonne sie alle weggeblendet, diese Blenderin, die mit ihrem Licht den Blick verdeckt und mit 100 Millionen Schwestersonnen eine Runde geht. 225 Millionen Jahre braucht es, bis sich die Milchstraße einmal um sich selber dreht. So mehr oder weniger, sagt man. Damals, vor 250 Millionen Jahren, hat ein Mensch den Himmel nicht betrachtet, höchstens war es ein Saurier oder Nagetier, und hat die Sterne wie ich gesehen, die vielleicht schon damals nicht mehr existierten. 125 Milliarden Galaxien gibt es in unserem Universum. So mehr oder weniger, sagt man. Wenn ich versuche, mir dieses Universum in Zeit und Raum vorzustellen, ist es, als ob ich durch dichten Nebel warte. Bald stecke ich fest und weiß nicht vor und nicht zurück. Die Töchter haben mir erklärt, Unendlichkeit, Unendlichkeit, die liegende Acht, lässt sich mathematisch gut erfahren. Allein in meiner Vorstellung kriege ich sie einfach nicht zu fassen, diese Unendlichkeit. Ich kann sie mir einfach nicht erdenken. Another point of view. Es war im Jahr 1961, der Zweite Weltkrieg endete vor 16 Jahren, meine Mutter war gerade erst 15 geworden und würde schon in 3 Jahren mit mir schwanger werden, als Juri Alexejewitsch Gagarin, der Held der Sowjetunion, als erster ins All flog. In 108 Minuten umkreiste er, der ob seiner inneren Ruhe ausgewählt wurde, die Erde und betrachtete als erster Mensch diese kleine, winzige, blaue, einzigartige Kugel. Unsere Heimat und die Heimat von 8,5 Millionen Arten, von denen eine Spezies der Mensch ist. 7 Jahre sollte Gagarin noch bleiben dürfen. Another point of view. From Gagarin's point of view, das ist ein Klavier, ein Kontrabass, ein Schlagzeug. Das ist Esbjörn Svensson, Dan Berglund und Magnus Öström, das ist EST, das ist Esbjörn Svensson Trio. Im Jahr 1999 erscheint From Gagarin's Point of View, das 4. Album dieses fantastischen Jazz-Trios. Die Berliner Mauer als Sinnbild für Trennendes gibt es schon 10 Jahre nicht mehr und 9/11 wird erst in 2 Jahren die Welt verändern. Esbjörn Svensson ist mit EST auf dem Weg zur internationalen Karriere und wird noch 9 weitere Jahre Musik für uns spielen, bevor er, der Taucher, vor Schwedens Küste tödlich verunglückt. Er wird eine Frau und 2 Kinder zurücklassen und mit seinem Bandkollegen ein reiches musikalisches schaffen. Im Jahr 2010 höre ich erstmals EST. Diese Musik begeistert mich sofort. 2 Jahre davor verstarb Svensson. 6 Jahre davor spielte das Trio ganz in meiner Nähe, beim Jazzfestival in Burghausen. Ich wusste davon nichts. Another point of view. Gegenwart. Im Kopfhörer EST vor allem. Dieses 4. Album From Gagarin's Point of View vor allem. Der gleichnamige Song vor allem. Die Improvisationslust des Trios wirkt auf mich wie ein Sog, zieht an und aus und her und hin und hin und her. Den ganzen Morgen überlege ich schon, wie ich dies beschreiben könnte. Die Notenbücher helfen hier nicht weiter. Alle Erklärung erscheint mir zu profan. Music is a language, it's a memory of the cosmic system, a memory of past and future. Vangelis.
die Hände nach hinten gestützt, das hohe Junigras noch nass vom nächtlichen Tau, träume ich vor mich hin. Weich kriecht erstes Sonnenlicht über den Horizont. Ich spüre die feuchte Erde zwischen den Fingern. Unendlichkeit. Musik lässt sie erahnen. Vinylogramm ist ein Podcast zu Alben, die mir gefallen. Wenn es euch gefällt, bitte gerne weiterleiten, empfehlen oder liken. Idee, Konzeption, Wort und Schrift, Aufnahme und Schnitt, Tiger Herb Podcast.